Meine Damen und Herren, nach sieben Reden und insbesondere nach den letzten Reden der Union stellen wir im Moment vor allem die Frage, wer ist eigentlich diese Erdogan? Ist das ein anatolischer Olivenbauer, der aus der Türkei kommt und zufälligerweise von dem deutschen Staatsbürger Jan Thürmann beleidigt wurde? Oder steckt da vielleicht noch ein bisschen mehr dahinter? Ich möchte deswegen zuerst darauf eingehen, warum es durchaus einen Unterschied macht, eine Beleidigung auf persönlicher Ebene von mir zu Konrad platzieren zu lassen. Oder ob es dabei bei Konrad auch durchaus um den türkischen, russischen, amerikanischen Staatspräsidenten handelt. Deshalb zuerst nochmal zum Ergebnis. Ihr sagt also, wenn es ein Justin Bieber wäre, müsst ihr den auch besser machen. Nein, natürlich nicht. Ein Justin Bieber ist ein ganz normaler nordamerikanischer Staatsbürger, woher auch immer. Das ist der hat sich nicht in einer absoluten Mehrheit aus dem anatolischen Hinterland als die führende Person eigentlich in der Türkei etabliert. Ja, auch in einigen Staaten. Und es mag auch sein, dass er von ein paar kreischenden Teenagern so verehrt wird, aber das hat Angela Merkel wenig zu stören und das ist auch nicht die bedeutende Rolle in der Weltpolitik. Es tut mir leid. Diese Erdogan, mein Dank an Sie. Erdogan ist allerdings nun mal der türkische Staatspräsident und wenn er sagt, er ist kein Monarch, zum einen fühlt er sich so auf, in manchen Fällen, und tatsächlich ist er dennoch der Staatsoberhaupt. Und diesen Paragrafen haben wir nicht eingeführt, um die Familie der Bourbonen zu schützen, nämlich bestimmte Monarchen, sondern eben um Oberhäupter anderer Länder zu schützen. Und das ist diese Erdogan genauso, wie es bei unserem Herrscher der französischen König war. Wenn wir jetzt diesen Erdogan schützen, weil er eben als Staatsoberhaupt der Türkei angeklagt wurde, dann zeigen wir damit, dass wir durchaus einem Staatsoberhaupt eine größere Bedeutung zumessen als den normalen Bürger, weil er eben auch die Diplomatie zwischen den Ländern vermittelt. Ich werde deswegen in meiner Rede darauf eingehen, wieso es durchaus eine Rolle spielt, wie die Person, die praktisch die obersten Fäden zur Demokratie und Diplomatie entscheiden oder ziehen, wichtig sind und vielleicht wichtiger sind als Sie und ich. Und ich werde vor allem zeigen, wie Konrad zeigt, dass diese persönlichen Beziehungen, die vielleicht auch zwischen Merkel, zwischen Erdogan, aber auch die Meinungsfreiheit in der Türkei, warum diese Faktoren elementar dafür sind, dass wir diesen Zulassungen nicht bereuen müssen. Nehmen Sie später, also das drüber übersetzen. Also, Konrad hat erstmal gezeigt, was ist denn überhaupt Meinungsfreiheit? Weil da geht doch schon der Unterschied los. Wir haben die deutsche Meinungsfreiheit eigentlich relativ breit. Wir haben den Spruch, Satire kann alles. Natürlich ist es in Deutschland auch nicht ohne Grenzen. Das sollte auch nicht ohne Grenzen sein. Denn wenn wir uns mal diese Beleidigungen anhören, um da jetzt irgendetwas zitieren zu wollen, dann sind es durchaus Begriffe, die auch einem deutschen Staatsbürger, einer deutschen Bundeskanzlerin, jedem deutschen Individuum schwer zuschlagen. Das hat nichts damit zu tun, dass jetzt in Deutschland irgendwie überhaupt keine Beleidigungen mehr gefallen sind. Und Konrad hat jetzt gezeigt, dass in der Türkei, die offensichtlich eine konservative Einstellung haben, wenn Erdogan eben diese Beliebtheit erfährt, dass da die Meinungsfreiheit aber auf einem anderen Fundament steht, dass wir da vielleicht langsamer von außen die Meinungsfreiheit bilden sollten, als das mit einem frontalen Crash in Richtung Meinungsfreiheit und Satire sein sollte. Vielleicht ist es da besser, wenn man sagt, okay, auch bei uns in Deutschland werden heftigste Beleidigungen verfolgt, vielleicht in einem juristischen Versuch. Aber was uns erlaubt ist, ist zum Beispiel einem Autokraten eben das vorzuwerfen, dass er diktatorisch handelt. Vielleicht doch Korruption in Frage zu stellen. Genau das ist in der Türkei im Moment nicht der Fall. Und das wird auch weniger der Fall sein, wenn Erdogan weiter sich derart in die Ecke gerät. Dazu die Öffnung der Regierung. Worum es in dieser Debatte geht, ist ja die politische Entscheidung der Bundesregierung. Eine Entscheidung gegenwärtig, die es in Amerika etwa zulassen, sofern es eine Staatsbürgerschaft angezeigt wird, bekommt uns angewiesen Zeit. Diese politische Entscheidung gegenwärtig, die wir als universell betrachten, bereuen wir. Nicht die Kritik als solche. Ich denke tatsächlich, dass dennoch die Werte in unserem Fall für uns sprechen. Und zwar ist es ja offensichtlich so, dass Meinungsfreiheit ein wichtiger Wert bei uns ist. Und wir sagen auch, wir wollen auch, dass Meinungsfreiheit in der Türkei ein wichtiger Wert ist oder ein wichtiger Wert wird. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie können wir das erreichen, dann müssen wir doch sehen, dass es nicht so geht, indem wir die Türkei vor veränderten Tatsachen stellen und sagen, nehmt unsere allmächtige Satire, die alles kann und alles darf, sondern vielmehr, dass wir der Türkei helfen, langsam diese Meinungsfreiheit zu erreichen, die auch bei uns einige Zeit gebraucht hat. Die müssen sehr schnell einschränken. Und deswegen müssen wir sie einschränken. Deswegen müssen wir zeigen, dass auch bei uns Satire Grenzen hat, dass auch Satire in Frage gestellt werden darf. Denn ob Satire alles muss, ist so in der Frage. Aber darf Satire wirklich alles bei uns? Soll Satire überhaupt alles dürfen? Können? Nein, danke. Das heißt, Konrad hat gezeigt, dass Erdogan in der Türkei eine wichtige Identifikation
Wir haben damit, also mit dieser Beleidigung Böhmermanns, die Türkei durchaus als Ganzes getroffen. Die USA hätten sich genauso angegriffen gefühlt, wenn ein Obama, wenn ein George Bush angegriffen worden wäre. Und auch wir Deutschen hätten das anders empfunden, weil eben Obama einen höheren Ruf genießt als Erdogan. Das spielt aber insofern nur bedingt eine Rolle, weil es sich dennoch um Staatsoberhäupter handelt, die eben jeweils ihr Volk vertreten. Das heißt, die Meinungsfreiheit, zusätzlich wird die Meinungsfreiheit anders in der Türkei aufgefasst und sollte deswegen auch anders entwickelt werden. Unsere Aufgabe sollte es deswegen sein, die Türkei vielleicht schrittweise näher an unser Bild der Meinungsfreiheit zu bringen und nicht eben von einem Tag auf den anderen zu fordern, dass auf einmal total Meinungsfreiheit möglich sein soll. Aus der Sorge, dass jetzt in der Türkei eine Gegenbewegung entstehen könnte, dass er nur sagt, okay, wenn ich im Ausland jetzt so aufs Bitterböse beleidigt werde, dann bin ich doch im Inland nochmal wesentlich vorsichtiger, was ich überhaupt durchgehen lasse, wen ich wirklich was sagen lasse. Dann werde ich doch nicht nur anfangen und Leute verfolgen, die mir Korruption vorwerfen, dann werde ich auch schon beim kleinsten Räuspern, wenn mein Name fällt, werde ich dann da schon hinterhergehen, dann wird doch die Meinungsfreiheit auf lange Zeit in der Türkei vergällt sein, keine Chance haben, sich weiterzuentwickeln. Und weil das auch unseren Werten schadet, weil das unser Versuch schadet, unsere Werte auch in die Welt zu tragen, ist es auf jeden Fall sinnvoll, dass hier der Klaus Böhmermann sagt, ja, wir haben dieses Lex Gau, wir haben diesen Schutz eines Bundespräsidenten, eines Staatsoberhauptes. Das ist bei uns im Gesetz verankert, das ist erstmal sinnvoll, dass wir unsere Gesetze auch ausüben, ob sie bestehen oder solange sie bestehen. Wenn das abgeschafft ist, ist das eine ganz andere Frage. Das heißt aber auch, dass es für uns wichtig sein muss, dass wir unsere Werte so in die Welt bringen kann, dass die Welt sie auch aufnehmen kann. Nämlich langsam. Beziehungsweise nicht langsam, aber auf jeden Fall kontrolliert. Denn nur so haben wir eine Chance, unsere Werte für uns nach innen hin zu bewahren, unsere Werte nach außen hin zu vertreten und damit die Welt zu einer besseren zu machen. Und damit nichts geholzt ist.